Die ersten Tage waren nach der Pause relativ hart. Da hat der Körper auch noch danach ein, zwei Tage gebraucht, um sich daran zu gewöhnen und sich zu erholen. Aber jetzt auch durch das Wochenende, was wir ein bisschen genutzt haben, um zu regenerieren und so weiter, ist der Körper wieder frisch und wir freuen uns auf die zweite Woche. Ich freue mich auf die zweite Woche und auch auf das Testspiel dann am Wochenende gegen Frankreich. Ja, ich glaube, dass das ein sehr, sehr besonderes Spiel sein wird. Ich denke, jeder weiß, dass Nicola einer der größten aller Zeiten ist, wenn nicht der größte aller Zeiten ist. Ich denke, dass es auch ganz großer Zufall ist, dass ich dann mein erstes Länderspiel zu Hause habe und gleichzeitig für ihn das letzte Spiel in Deutschland sein wird. Ist natürlich besonders. Und ich freue mich sehr drauf und hoffe auch, dass sehr, sehr viele Leute in der Halle sein werden. Und ja, bin gespannt. Also ich muss mich ja mal selbst loben, dass ich mir vor dem Lehrgang alles einmal natürlich angeschaut habe und auch ein bisschen auswendig gelernt habe. Aber ja, mit denen ich am meisten Zeit verbringe und dann auch so ein bisschen die gleiche Sprache spreche, ist, denke ich, Justus oder David, die auch in meinem Alter sind. Das macht sehr, sehr viel Spaß, mit ihnen unterwegs zu sein. Und wir lachen viel und haben auch in den freien Zeiten viel Spaß miteinander. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass wir da auch ein bisschen in den freien Zeiten lockerer sein können und ein bisschen auch abschalten können. Ich denke, dass das sehr gut ist. Man schnippst dreimal mit den Fingern und es ist noch zwei Tage. Also die Zeit geht unfassbar schnell rum. Also gefühlt sind wir auch gestern hier angereist und haben den Lehrgang gestartet. Und jetzt haben wir schon die erste Woche rum oder sind schon über der Hälfte. Und die Zeit geht sehr schnell rum, deswegen wollen wir auch relativ wenig verlieren und alles bestmöglich nutzen, dass wir da so gut wie möglich vorbereitet in die Spiele reingehen und hoffen, dass wir so weit wie möglich kommen.